Ihr seht jede Menge Rost. Ihr kennt diese Probleme bei Mercedes. Ich brauche euch nicht alles zeigen. Cheffe. Aber jetzt ab 100. Allein wenn ich den Cut verkaufe, 500. Aber machen 500 Euro. Wenn du willst, 600 kannst du mitnehmen. Ansonsten nicht. Ich habe auch keine Zeit. Willkommen bei Kfz-Tutsi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es Thema Export, Autos nach Export zu verkaufen. Was die Tricks sind und wie ihr es am besten macht. Heute nehme ich mit der Insta360 Go 2 auf. Das Ganze werde ich später auf meinem Instagram verlosen. Je nachdem, wie die Qualität ist, könnt ihr euch ja selber überzeugen. So, kurz zur Story. Ich habe eine Kundin, die hat ein neues Auto gekauft und hat gesagt, Jonas, ich will mein altes loswerden. TÜV ist abgelaufen, ich habe keinen Bock mehr, Geld reinzustecken. Bitte nimm das Auto und verscherbe es an Export. Es ist ein Mercedes, es ist ein W203, 200er Kompressor. Ach, ich muss das Schiss. Ich habe das Auto schon inseriert und ja, es haben schon so viele angerufen und einer hat schon gerade zugesagt, also will das Auto kaufen. Wir haben eine Summe X ausgemacht und das will ich heute auch bekommen. Ich gehe auch keinen Cent runter. Warum auch? Das ist dieses schöne Auto hier. Ihr seht jede Menge Rost. Ihr kennt diese Probleme bei Mercedes. Ich brauche euch nicht alles zeigen. Wir haben hier 311.000 haben wir auf der Uhr. Motorgetriebe top. Läuft auch ohne Probleme. SRS brennt. Ist ja auch kein Problem, weil die Autos werden so oder so geschlachtet. Boah, haben wir ein super schönes Wetter. Wie läuft das Ganze bei Export? Ihr macht eine Summe X aus am Telefon. Dann kommen die hier hin, wollen die handeln. Wenn ihr in Export ein Auto verkauft, kommt der Chef nicht persönlich, weil der Chef irgendwo weit weg und kauft ein Auto nach dem anderen deutschlandweit, macht die alle auf den Anhänger drauf, verschifft die irgendwo nach Afrika oder sonst wohin. Die Chefs haben natürlich Leute, die die Autos abholen. Die haben überall in Deutschland ihre Leute. Und so einer wird jetzt auch gleich kommen und das Auto sich anschauen. Und wenn alles in Ordnung ist, wird er einsteigen, Anhänger drauf und mir die Kohle geben. Aber das machen die nicht zu 99%. Weil die wollen erst gucken, wer bin ich, kann man was handeln oder nicht. Und dann tun die so, als wenn sie den Chef anrufen und sagen, ey, hör mal, das Auto ist aber nicht gut. Die rufen was bei sich an, vielleicht ihre Freundin an und fragen, was sie heute Abend zu essen gibt. Dann kommt er zu mir und sagt, nee, der Chef sagt, du kriegst nur noch die Hälfte. Der Wagen ist doch Schrott. Also nimm das oder wir gehen. Das ist ihre Masche. Und das macht ihr natürlich nicht. Der Fahrer, der das Auto abholt, will natürlich die Hälfte dann in die eigene Tasche stecken. Und das ist die eigene Masche. Deswegen werden wir einfach stur sein. Die Summe X, die wir mit dem Chef ausgemacht haben, werden wir auch bekommen. Ich zeige euch, wie wir das Ganze machen. Wenn er gleich da ist, werde ich die Kamera verstecken. Und dann werden wir den Typen filmen und dann mal gucken, ob er diese gleiche Masche abzieht. Ich zeige euch nochmal hier überall. Der ist ja Hammer. Hey, das ist so geil. Das ist so klein. Das ist gleich 3 cm groß. Nur es ist weiß. Ist gerade nicht vorteilhaft für einen Schrauber, aber ansonsten finde ich das gut. Aber er wird nicht mehr weiß. Jetzt warten wir auf den Typen. Der müsste jetzt auch hier noch mitkommen. Und dann versuchen wir das Ganze versteckt aufzunehmen. Hi, Chef. Danke. Aber nicht, wenn der Motor läuft. Aber so oder so? So, aber nicht, wenn der Motor läuft. So. Ja. Aber nicht, nein. Motor läuft. Ja, ich weiß. Bin's raus. Also Motorgetriebe ist in Ordnung. Soll ich ausmachen? Ja. Oh.
Was muss man jetzt nicht sagen? Danke. Zu verkaufen diese? Nein, das ist zu verkaufen. Mittwoch? Nein. Nein. Weil wir haben geschrieben mit 600? Ja. Für die Rest. Ja, ja, ist ja klar. Ist für Export. Export gibt es auch Schlacht. Ist kein Problem, wenn nicht anderer kommt. Kein Problem. Wenn nicht. Machen 500. Nein, 600. Chef. Aber jetzt ab 100. Allein wenn ich den Cut verkaufe, 500. Ich bitte dich. 600 kannst du mitnehmen. Ansonsten kommt ein anderer. Ich komme 70 Kilometer. Ja, ich kann auch Cut verkaufen, Motor verkaufen. Ist komplett. Kannst du mal aufmachen, gucken. Wenn du willst, 600 kannst du mitnehmen. Ansonsten nicht. Ich habe auch keine Zeit. Überleg dir das ganz kurz. Chef, was sagst du? Nein, 600. Tut mir leid, ich verdiene da auch nichts dran. Der Kunde muss ja auch noch Geld kriegen. Ich komme 70 Kilometer. Chef, okay, lass. Weil das bringt nichts. Ich bitte dich. Ciao. Das ist immer die typische Masche. Immer runterhandeln. Der hat ja Rost. Oh, du kaufst einen W203. Die sind alle rostig. Du findest schon keinen, der nicht rostig ist. Vielleicht Facelift-Modell oder so. Die gehen jetzt und sagen, okay, dass ich jetzt nachgebe, so. Jetzt kommen die gleich wieder oder melden sich gleich wieder oder schicken einen anderen und holen ihn für 600. Das ist immer so. Jetzt warten wir mal, ob der gleich wieder kommt. Bruder, ich habe 600 Euro machen können. Nein, und Chef, geht nicht. Drei Tiere kaputt. Ja, aber das ist zum Aufstarten, das Auto. Das ist nicht. Aber ich komme hier nicht handeln. Nein. Leben und leben lassen. Du weißt ganz genau, dass er mehr als 600 wert ist. Ich habe 600 Euro. Ich habe 50 Euro in der Tasche. Ich bezahle einen Abschnitt. Ich weiß, brauchst du mir nicht erzählen. Komm, 600 nimm mit oder nicht, bitte. Ich habe auch keine Zeit. Bitte. 400, 500, 600. Dankeschön. Dankeschön. Schlüssel, wann holst du den Wagen ab? Ein Schlüssel, ja. Ein Schlüssel hat der. Heute oder morgen, kein Problem. Man sieht dich, ne? Danke. Kein Problem. Ciao. Ciao. Alles gut? Ja, wenn du willst, park den raus, wenn du den heute Morgen abholst. Ist kein Problem. Auf die Straße. Alles klar. Ihr habt gesehen, wie das Ganze abgelaufen ist. Genauso, wie ich das von vornherein schon gesagt habe. Das sind Mittelsmänner, die kommen und versuchen, den Preis runterzudrücken. Und natürlich müsst ihr da stur sein und nicht aufgeben, weil die probieren es. Egal. Ihr habt gesehen, erst waren es 100 Euro weniger, dann waren es auf einmal 70 Euro weniger, dann 30, dann 20, dann 10. Der wollte unbedingt irgendwas da rausholen. Das ist normal. Danach ist er gegangen und ich wusste ganz genau, dass die wiederkommen und mir das Geld geben, weil das machen die immer. Weil die denken dann, boah, nee, bleib hier, will ich sagen. Nein, will ich gar nicht sagen. Geh, da kommt ein anderer, ist kein Problem. Er ist zurückgekommen, hat nur ganz kurz versucht zu handeln. Ich wieder stur geblieben, nein. Dann hat er mir die Kohle gegeben. Und dann kommt das Geilste. Dann haben die einfach mal Fotos geschossen und das Ding einfach mal weiterverkauft. Vor meinen Augen. Und das ist die Masche von Export. Bleibt einfach bei eurem Preis, den ihr vorne rein abgemacht habt. Es sei denn, eure Beschreibung ist jetzt nicht richtig, ne? Ihr schreibt, ey, Motorgetriebe in Ordnung. Dann kommen die, machen die an und dann läuft er nicht richtig oder so. Das muss schon alles in Ordnung sein. Also die Beschreibung muss schon stimmen. Wenn ihr Motorschaden habt, dann schreibt einen Motorschaden hin. Ist kein Problem. Ich kriege dir vorab einen Preis, egal was er hat, aber ihr müsst es genau auch so hinschreiben. Natürlich haben wir nichts zu verschenken, ne? Ist ja klar, außer ihr folgt mir auf Instagram. Das Ganze habe ich mit Das ganze Video habe ich mit Insta360 Go2 aufgenommen. Mehr dazu auf Instagram. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich ein Like, Daumen und natürlich ein Abo freuen. Bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal auf Kraft der Tutsi. Bis dann, haut rein, ciao.